Grüße und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon X, wo ich eigentlich schon meine Aufnahme starten wollte, die nicht schief gegangen ist, ich aber einen Anruf bekommen habe nach schätzungsweise 5 Sekunden Partaufnahme und deswegen musste ich, naja, die Aufnahme je unterbrechen und, naja, wie ist es halt, wenn Frauen anrufen, da stehe ich Gewehr bei Fuß, da kann ich einfach nicht anders, da muss auch mal der Part später aufgenommen werden. Ich habe jetzt hier eine Stunde Verspätung oder so. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Mich drängt ja nichts. Das ist ja das Gute daran. So, das haben wir jetzt erstmal aufgesammelt. So ein Protein, warum denn nicht? Protein, wie man wahrscheinlich, oder wie wahrscheinlich jeder mal als Kind gelesen haben wird. Ja, und jetzt kommen wir hier zu einem kleinen Problemchen. Na, erratet ihr es? Hier kommt man nicht hin. Und hier erst recht nicht. Hier steht nämlich nur eine Wasserwandstürze mit Getöse in die Tiefe. Und mit Getöse in die... Ach nein, den Reim erzähle ich jetzt nicht. Wie dem auch sei, hier kämen wir nur an einem Pärchen vorbei. Naja, obwohl Pärchen... Ja, vielleicht ist es ja... Nein, ist es nicht. Okay. Das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Nagelotz, dieses Pokémon. Und warum habe ich die Tür nicht zugemacht? Ich weiß es nicht. Und dieses Pokémon möchte ich nicht besiegen. Aber ich finde es ja gut, dass die Schwäche... Also Quatsch, die wilden Pokémon vom Level her ein bisschen... Dann sieht man nämlich, dass die Pokémon-Trainer ein wenig trainiert haben. Und eigentlich wollte ich doch nur rüber, um was zu sehen. Ach, wenn das wenigstens ein Shiny wäre. In, naja, rosa-rot, sage ich mal. Das ist ja, glaube ich, rosa-rot, die Shiny-Form. Zumindest habe ich das so in Suishomarus Nuzlocke gesehen. Doch, das war die Nuzlocke-Challenge in Pokémon X, wenn ich mich jetzt nicht irre. Aber es gibt so viele Challenges und Formen, da kommt man doch eh nicht mehr hinterher. Oh, hüpf, hüpf, hüpf. Was haben wir denn hier? Einen Hyperheiler. Naja, gut, da hat sich ja zumindest der Weg ein bisschen gelohnt. Ja, so ein kleines bisschen halt, ne? Okay. Ansonsten findet sich hier nichts. B findet sich hier nichts. Und dann können wir... So, ich versuche mal möglichst vielen wilden Pokémon zu entgehen. Ich könnte natürlich das Schutzband anlegen. Ja, das ist eine Variante, aber... Ich kann natürlich auch hier lang. Okay, dann entgehen wir jetzt aber nicht diesem Trainer-Duo. Oh je, ein Pokémon-Kampf. Den können wir einfach nicht ablehnen. Huch, du hast uns gerade angesprochen. Heißt das, wir müssen jetzt kämpfen? Ja, das heißt es. Das heißt es wirklich. Apropos, was mir gerade einfällt. Drift-Zippeli, also ein Geist-Pokémon. Sondriftlon. Seit wann ist das ein Drift-Zippeli? Naja, okay. Drift Zeppeli. Okay. Irgendwas bringe ich da gerade durcheinander. Aber egal. Was haben wir denn hier als Gegner? Wir haben einen Feen-Pokémon und wir müssen Jasmin austauschen, wollte ich gerade sagen. Aber sie ist ja eigentlich nicht Jasmin, denn... Ach so, warte mal. Cedar kann aber auch ganz schön Schaden bekommen. Okay, wir gehen gleich in die Mega-Form. Aber... Warte mal, wir müssen gegen ihn was ausrichten. Also tauschen wir mal Schwertgeist ein. So, und dann können wir... Erstmal den Giftstich anwenden, den Giftschock auf Fluette. Fluette, Jonti, Fluette, Fluette, Jette Plimere. Okay, jetzt drehe ich wirklich am Rad. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, das kennt man ja von mir nicht anders, ne? Ja, deswegen, ich sag's ja. Also von daher, alles noch ganz normal, alles bleibt beim Alten. Und Fluette war's besiegt. Auch wenn es Stufe 40 ist, ich bin da ein bisschen höher. Gut, dann haben wir das schon mal. So, und dank des Peter jetzt noch ein bisschen. Und wir setzen Spukball, er setzt Spukball ein. Das geht natürlich auf uns, was natürlich mörderisch effektiv ist. Ja, noch einen überstünde ich nicht, aber wir versuchen erstmal die Prio zu bekommen. Ah, warte mal, jetzt muss ich auch mit Giftschock angreifen, da der Blütenwirbel uns, also sonst auch noch, ja, mein geliebtes... Schwertgeist träfe. Aber es hat ja schon mal viel abgezogen. Das ist doch schon mal was. Und der Giftschock, der wird sein Übriges tun. Ist zwar nicht wirklich effektiv, aber egal. Ja, stimmt. Das Driftlon sah anders aus. Ja, ich hab's in Erinnerung. Okay, aber Schwertgeist hat sich schon mal gut gemacht, ja. Also auf physischer Seite ist das top. Da kann man nicht meckern. So, und dadurch haben wir nämlich auch die beiden besiegt. Ein Satz mit X... Ach, das war wohl nix. Wow, mit Y sogar geschrieben. Das war wohl... Oh, nix. Oder was? Naja, wie dem auch sei, sollen sie mal machen mit ihren Reimen. Aber dann können wir ja noch hier in südliche Richtung surfen.
in südliche Richtung entlang surfen. Also die Encounter Rate, die ist ein bisschen hoch. Also die Rate, auf wie hier Pokémon kommen. Bojelin, das kann Wasserdüse mit einer Prio-Attacke, aber wir können ja hoffentlich hier entkommen. Danke. Junge, ey, diese Routen hier, das ist ja... Das ist ja schrecklich, wie oft hier was kommt. Ah, hier haben wir aber was. Aber was? Moment, Schnupperer da. Ah, eine Prachtfeder. Ich weiß zwar nicht, was die uns bringt, aber egal. Wir haben sie der Vollständigkeit halber auch mal aufgehoben. Wir gucken mal ganz schnell nach, was sie denn bewirkt. Also mal ganz schnell hier nach unten. Hier haben wir eine Prachtfeder. Eine ganz normale Feder, die rein gar nichts bewirkt. Wow. Wow, ich bin echt begeistert. Und dafür haben wir jetzt diesen Umweg hier in Kauf genommen. Ich bin begeistert, sage ich euch. Weil jetzt wollte ich eigentlich nur mal ganz kurz nebenbei gucken, was wir hier für Säcke haben. Spezialverteidigungssack, Angriffssack, Verteidigung. Ah, da haben wir ein paar. Okay, aber wie dem auch sei, schnell hier raus wieder. Nein, gleich mal hier lang. Nein, ich will nicht Inlineskaten. Ich will eine Holo-Nachricht erhalten. Na, wer ist es denn? Oh. Die Forschungsarbeit von Platan und mir hat uns zur folgenden Erkenntnis geführt. Die Mega-Entwicklung entfesselt kurzzeitig verborgene Kräfte in einem Pokémon, die ihm durch eine gewöhnliche Entwicklung verwehrt bleiben. Was denkst du, schlummert dieses Potenzial in jedem einzelnen Lebewesen? Oder sind diese Kräfte nur wenigen auserwählten Geschöpfen von edler Natur vorbehalten? Das war's schon? Toll. Dafür verschwendest du meine Partzeit? Danke! So, Tipps für Trainer. Pflanzen-Pokémon sind immun gegen Puder- und Sporenattacken. Das ist doch schon mal ganz nett. Ach, und da haben wir eine Trainerin. Du hältst Finn bestimmt auch für niedlich und süß. Ich werde dir zeigen, dass es auch anders geht. Okay, mach mal. Ja, mach mal. So, Deden. Ja, nicht Deden. Das kann wirklich furchtbar sein. Das kann echt furchtbar sein, das sage ich euch. Ach, vor allem, warte mal. Kraftwelle, reicht die aus? Ich probier's ganz einfach. Wenn nämlich der Wangenrubbler kommt, dann habe ich ein Problem. Aber denn es hat natürlich relativ niedrige Werte. Aber man kann es trotzdem zum Trollen verwenden. Indem man erstmal Wangenrubbler einsetzt zum Beispiel. Parfinessa, okay, dann wollen wir mal das Pokémon wechseln. Hätte ich Schwertgeist doch mal den Eisenschädel beigebracht. Naja, kann man jetzt nichts ändern. Da kann man jetzt leider wirklich nichts ändern, aber das liegt auch aufgrund des Levels zusammen. Wenn ich jetzt auf selben Level wäre, dann sähe das Ganze wieder anders aus. Aber dadurch, dass ich diesen Vorsprung habe, naja, da ist es schon wieder eine ganz andere Sache. Aber der Giftschock sollte, denke ich mal, aufgrund des Levelunterschieds ausreichen. Er hat es auch getan. Das Pokémon geht ja noch, aber die andere Form da, die sieht sehr seltsam aus. Petty. Was? Du kannst den Kampf doch nicht einfach gewinnen, bevor ich dir was beigebracht habe? Doch, oh, 1, 2, 4, 8 Pokédollar. Mensch. Okay, weiter hast du nichts zu sagen? Oh, schade. Gut, was haben wir denn hier noch alles? Hier haben wir eine Hexe, die mit uns kämpfen will. Hehehe. Whisworth, auch seinen Ruf hierher gefolgt, was? Wessen Ruf denn bitte? Oh, ich weiß noch, ein Bekannter von mir, der hat dann immer gesagt, du, Frank, das ist nicht meins, sondern dessen. Weil ich ihm irgendwann mal gesagt habe, das heißt nicht dem sein, sondern das heißt dessen. Und da hat er mich dann ein bisschen mit aufgezogen. Da kam man dann immer, du Frank, der ist nicht meins, sondern dessen. Ach ja, Jemine. Aber na gut, so ist es nun mal. Ich laufe natürlich Gefahr, jetzt eine Geistattacke zu bekommen. Aber Begrenzer, was willst du mir mit Begrenzer bewirken? Versiege die Attacken des gegnerischen Teams. Naja, ich habe ja noch nicht mal wirklich was angewandt. Also von daher ist mir das egal. Aber der Schattenstoß, der dürfte dir nicht egal sein. Aufgrund des Finstersteins kann es sich ja dann zu diesem Kronleuchter entwickeln. Was ich eigentlich auch genial finde. Als nächstes Mythodos. Was ist ein Mythodos? Ein Mythodos. Mytho. Mitochondrien? Könnte das was mit Pflanzen zu tun haben? Ich weiß es doch nicht. Ach komm, wir setzen mal Frogger ein. Mal gucken, was er damit bewirken kann. Unsere, naja, leichte Universalwaffe, auch wenn es nicht die Fähigkeit Wandlungskunst hat. Nee, das andere. Ach, okay. Dann weiß ich, was es ist. Das war aber, glaube ich, nur Psycho, oder?
Ah, wir probieren es aus. Also, Eroas, Flieg und Sieg. Okay. Light Tyler. Ja, das ist irgendwie... Aua! Okay, warte mal. Du bist ja kein Pflanzenviech. Dann kriegst du einfach mal eine schöne Step-Attack-Guard und ab. Und wir sind ein Unlicht-Pokémon und haben noch keine Unlicht-Attacke. Wie blöd ist das denn eigentlich? Mythodos, ja. Man müsste erstmal die Pokémon alle kennen. Aber okay, das macht ja auch den Reiz irgendwo aus, wenn man die Pokémon nicht unbedingt alle kennt. Ach, es hat keinen Sinn. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Du bist vielleicht a little bit confused, kann das sein? Also ein wenig verwirrt, für die, die das jetzt vielleicht dem Englischen nicht so vertraut sind. Aber warte mal, wenn ich hier hoch kann. Wusste ich's doch, aber eine X-Abwehr, ist das euer Ernst? Das ist so ein Item, was ich eigentlich gleich wieder verscherben könnte. Dafür gebe ich keinen einzigen Poké-Dollar aus. Gut, hier haben wir erstmal nichts zu holen. Dann gehen wir erstmal rüber und gucken. Also hier, da haben wir doch was. Nämlich erstmal eine zertrümmerbare Wand. Ist das nicht schön? Ach siehste, ich wollte doch bei den Attacken nachgucken, aber Finsteraura scheine ich hier nicht zu haben. Aber ich könnte ganz fies sein. Ich könnte mir mein perfektes, na sag schon, Quajutsu rüberholen. Aber okay, wie dem auch sei, warte mal. Ich wollte jetzt gucken, bei den Attacken. Wir haben Plage, das brauchen wir nicht. Trugschlag brauchen wir auch nicht. Klauenwetzer, Schutzschild, Zertrümmerer. Dunkelklaue, kann es nicht mal erlernen. Frustration, Donnerwelle. Das könnte unser, ja, VM-Sklave erlernen. Steigerungshieb. Steigerungshieb wäre eigentlich auf längere Zeit ein... Also eine interessante Sache. Aber ich hab... Keiner kann... Okay. Okay. Toxin kann irgendwie jeder fast lernen. Ladestrahl. Strauchler. Fußtritt. Und mal Angriff mit blitzschnellen Bewegungen. Die Bänder des Seals und senkt diesen Initiative. Okay, das ist auch interessant. Gift-Hieb wäre fürs Type Coverage auch mal ganz interessant. Wir gucken mal. Der TM wurde aktiviert. Gift-Hieb ist ja physisch, deswegen... Wir haben zwar keinen Step da drauf, aber... Das ist eine durchaus interessante Sache. Konfusion ist eigentlich wertlos. Ich meine, das hat zwar aufgrund des Steps... Ja, 75 Stärke, aber... Der spezielle Angriff gucken die an. Also, ja, sieht man selbst, oder? Aber Scanner hätte ich auch noch gerne drinne. Ja, obwohl... Könnte man eigentlich auch rausnehmen. Oder ich nehme Kraftwelle raus. Ich meine, der Turmkick, der ist mehr als doppelt so stark. Dann gehen wir natürlich auf 2-1 Risiko. Aber ich werde das machen. Ich werde das machen. Da haben wir ein bisschen Type Coverage mit drin. Natürlich haben wir schon Giftattacken. Aber... Ja, wenn man noch mehr Type Coverage haben kann, warum denn nicht, ne? Kann man ja mal machen. Ach, Macho Band. Oder Macho Band. Je nachdem, wie es manche auch aussprechen. Das verdoppelt... Das verdoppelt die EVs, die man erhält. Okay. Ja, wo liegt das Item jetzt bitte? Dann muss er hier irgendwo in der Nähe liegen. Ja, da ist aber auch in der Nähe ein wildes Pokémon. Na toll. Das habt ihr jetzt mal wieder ganz geschickt eingefädelt. Und eine Massenbegegnung. Wow. Das ist natürlich auch nicht schlecht, aber leider kein Shiny dabei, so wie es aussieht. Deswegen können wir auch mal wieder verschwinden. Oh, und Meditale steht kurz vorm Level-Up. Das finde ich ganz nett. Ja, irgendwie... Ist ja manchmal reagiert das Ding. Das Ding ist... komisch. Ach so, ich hab's geschnallt. Okay. Okay, ich weiß, wo das wo dieses Item ist. Das ist da oben, wo wir noch nicht hinkommen. Ja, weil wir hier keine Kaskade haben. Okay, komm, wir wollen jetzt hier mal weiterkommen. Also raus hier, Flucht, genau. Wir wollen doch einfach mal entkommen. Und dann schnell hier raus. Einfach nur schnellstmöglich hier raus. Danke. Okay, also weiter geht es hier. Wir wollen doch schließlich zur nächsten Stadt gelangen. Obwohl, nein, wollen wir noch nicht. Ach so, warte mal, ein Tristesseweg. Ach so, das ist schon Route 16. Können wir hier eigentlich schon was machen? Das ist die Frage. Auf dem Tristesseweg. Das ist wirklich eine sehr interessante Frage.
der ich jetzt einfach mal nachgehen möchte. Aber wir haben das Problem, dass der Part eigentlich schon vorbei ist. Da könnte man einen Himmelskampf austragen. Okay. Wir könnten hier hinunter. Ah, hier liegt was. Ein Top-Beleber. Coole Sache. Nehmen wir natürlich mit. Gut, dann werden wir uns Route 16 im nächsten Part angucken. Und ich hoffe, dieser Part hat euch soweit gefallen. Fürs Zusehen und Kommentieren danke ich euch allen. Und deswegen sage ich im nächsten Part von Let's Play Pokémon X. Sieht man sich.